Herzlich willkommen zu einer Runde. Wer wird Millennium näher? Wir haben einen Kandidaten, der es versucht, bis zu der Million hinzukommen. 15 Fragen trennen ihn hier zum Titel. Hier ist der Gute, der einzig Wahre, der Besondere, die zu den TV, DTV! Ich stelle mir jetzt einfach den Applaus im Chat vor. Ja, das muss ich schnell umstellen. Ich muss einfach Soundboard theoretisch auch noch irgendwo jubeln. Mach ich dann für nächstes Mal. Oh. Ja, bist du ready? Ich bin sowas von ready. Die Aufregung ist immer noch da, aber ich bin bereit. Ich bin tatsächlich bereit. Okay, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in die erste Runde. Bisschen die erste Frage. Und zwar, ganz entspannt, 50 Euro Fragen sind leicht. Was wird bei einer YCS zu Beginn für eine Turnierform gespielt? Swiss Round, Double Elimination, Single Elimination oder Leiterturnier? Swiss Rounds. Ja, und damit muss ich leider entscheiden. Los weiter. Das wäre jetzt krass, wenn ich jetzt irgendeinen Dreher, einen Knoten im Kopf gehabt hätte. Nee, Swiss Rounds, ja, definitiv. Ja, ich musste noch extra zu Beginn einfügen, weil ich hatte erst bei der Frage stehen, was wird bei einer YCS für eine Turnierform gespielt? Und streng genommen gibt es ja irgendwann auch Single Elimination. Korrekt, korrekt. Egal, nächste Frage. Ganz leicht geht es weiter, oder hoffen wir zumindest ganz leicht, für dich. Und zwar, die nächste Frage lautet, wie viele Starterdecks sind dieses Jahr rausgekommen? 0, 1, 2 oder 3? Und da zählen also Reprints nicht. Reprints zählen nicht, gut. Das heißt, wir hatten das Two-Player-Starter-Deck. Die Frage ist, ob dieses Two-Player-Starter-Deck als Starter-Decks, nicht Structure-Decks. Korrekt. So einer bist du. Jans, hier wie viel Stellung hast du die Frage? Ja, damit ist eins. Also C. Ja, das ist natürlich richtig. Ah, die Frage war erst doch ein bisschen schwierig. Ja, wenn man sie nicht richtig liest, könnte man, ja. Also ich gebe zu, mit Structure Deck wäre das heftig. Also vor allen Dingen, dann, wenn man doch Reprints mitzählt, dann ist komplett vorbei, Alter. Dann, dann ist komplett. Aber ist ja kein Problem für dich. Deswegen, nächste Frage. Schnell geht's weiter, aber hoch hinaus willst du. Nächste Frage für dich. Und zwar, welche Karte kann Zauber und oder Fallenkarten auf dem Spielfeld zerstören? Schwerer Sturm, Raigeki, Riesentronade, ausgeglichener Zweikampf. Achso, ja, und schwerer Sturm. Raigeki macht Monster, Riesentronade gibt sie auf die Hand zurück, ausgeglichener Zweikampf, banished und schwerer Sturm zerstört. Perfekte Erklärung, natürlich richtig. Ja, wir haben hier einen Profi, ist er kinderleicht für dich. Deswegen. Ja, als leidenschaftlicher Control- und Backrow-Spieler weiß ich ganz genau, was das bedeutet, wenn Zauber- und Fallenkarten zerstört werden. Aber schwerer Sturm, warte mal, die ist noch nicht zurück, ne? Nee, nur im Master Duel. Und im OCG, ne, auf 1. Ja, nur im Master Duel auf 1. Bin gespannt, ob die hier jetzt auch als nächstes kommt. Eigentlich schon, also weiß ich nicht. Ne? Also es könnte sein, dass Lightning Storm sogar dafür gehittet wird, nochmal ein runter. Und dafür schwerer Sturm wiederkommt, weil Lightning Storm ja flexibler ist, streng genommen. Also. Ja, genau, ja, okay. Naja, egal, nächste Frage. Entspannte Nummer bisher hier. 300 Euro Frage, let's go. Das ist doch. Welche Karte wird oft als Staple in vielen Decks angesehen? Unendliche Unbeständigkeit, Raigeki, Albtraum Einhorn oder Einzelfeuerblüte? Also Albtraumritter Einhorn ist es nicht, extra Deck. Einzelfeuerblüte wurde eine Zeit lang so oft von Konami gereprintet, dass ich gar nicht weiß, wo man überhaupt, vielleicht ist es ja doch ein Staple und wir wissen es gar nicht. Raigeki könnte man, wenn man Tenpai spielt, als Staple nennen. Aber ich glaube, du zielst auf unendliche Unbeständigkeit ab, denn das ist ebenfalls eine Karte, die in so vielen Decks, neben Aschblüte und Freudiger Frühling, wird es immer unendliche Unbeständigkeit sein. Handtrap, Bordbrecher, Going First kann man ja auch noch wunderschön setzen. Unendliche Unbeständigkeit. Und du hast zwar recht natürlich mit Tempai, aber steht ja in vielen Decks. Tempai wäre ja nur ein Deck. Das ist richtig. Von daher natürlich richtige Antwort. Impermanence natürlich. So, jetzt kommen wir wieder zu einer magischen Karte. Grenze, besser gesagt. Die Grenze. Denkst du, du schaffst sie? Naja, 500 Euro Frage. Ja, bin gespannt. Okay.
Welches Set führte die Karte Weihnachtsunterwäldler ein? Premium Gold 2, Speed Tool Structure Deck Twisted Nightmares, Adventskalender Sechsel Edition, Speed Tool Tournament Pack 3. Und ja, die Frage ist eigentlich ziemlich schwer für 500, aber wir haben hier einen Unterwäldler-Experte. Den Weihnachtsmann, den kennst du. Also, genau, die Karte war definitiv in Twisted Nightmares drin, hat sie aber nicht eingeführt, weil Speed Duel kam später und so. Die war da definitiv drin. War das Sechsel Edition? Die war auch in einem Adventskalender drin, aber ich glaube, das war dann schon der Reprint in Super Rare? Ich glaube, ja. Speed Duel Tournament Pack? Ja, ist aber dann Speed Duel. Und in Premium Gold gibt's die Karte mit diesem goldenen Glitzerrand Secret Rare Edition. Die Frage ist, ob die dort als erstes rauskam oder im Kalender. Aber im Kalender, wenn dann überhaupt nur ein Reprint. Würde mich wundern, wenn die dort eine neue Karte rausgebracht hätten. Speed Duel Produkte können wir rausnehmen. Adventskalender gehe ich mal von einem Reprint aus. Das heißt, die ist zuerst erschienen in Premium Gold 2. Also Adventskalender wäre ja ein Grund zu kaufen, wenn sie das erste Mal da drin wäre. Ja, so denkt Konami nicht. Also die Adventskalender hatten schon öfter Karten erste Mal drin. Aus dem OCG echt? Importiert, okay. Ja. Ich glaube, ein Kuribo war auch das erste Mal drin. Kamen die vorher im Adventskalender raus? Und in Premium Gold dann der Reprint? Künstlerkumpel Kuribo Ball, dieses Kuribo mit der Weihnachtsmütze. Kam im Adventskalender das erste Mal raus. Ich versuche gerade. Ich hatte die Karte ja auch ein paar Mal in der Market Watch drin und versuche da gerade von der Reprint-Reihenfolge mir das zusammenzureimen. War die wirklich zuerst, aber die war doch da nicht als Secret drin. Nee, sonst hätte ich die. Weil ich den goldenen Rand bei der Premium Gold hässlich finde. Das heißt, die musste als Super Rare drin gewesen sein. Ja, was ja nicht bedeutet, dass sie nicht als erstes Print sein kann. Und dann kam Premium Gold nach im Adventskalender zuerst mal. Jetzt hast du mich richtig verunsichert. Vielleicht mit Absicht, ne? Wobei, das heißt Premium Gold 2. Also Speed Duel? Nein, nein. Jetzt ist nur noch Premium Gold oder Adventskalender Sechsel Edition. Wäre natürlich ein nettes Gimmick, wenn man die Karte in einem Adventskalender zum ersten Mal rausbringt und sie danach erst reprintet, weil warum sollte man so eine Karte vorher rausbringen? Aber so Karten wie O-Tokenbaum und so, die sind ja auch in Hauptsets rausgekommen. Aber der Kuribo kam zum Beispiel auch im Kalender als erstes raus und kam erst 3 Jahre später in Brothers of Legends. Wirklich? Ja. Oh, wow. Ja, okay, dann... Dann gehe ich jetzt einfach mal auf den Adventskalender. Gehe ich auf den... Ja, komm. C Adventskalender. Aber wenn das jetzt falsch ist... Nee, die kamen nicht. Adventskalender. Also, mein Lieber. Ich glaube, du hast eine Aufgabe. Ja? Und zwar... Du kaufst dir ein Weihnachtsunterwelt, ein Secret Rare. Oh, ich hab's hier falsch eingeladen. Aber Adventskalender ist richtig. Okay. Wirklich, okay. Ja. Und da war die in Secret Rare drin? Ja. Boah, hab ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Er ist im Kalender. Wirklich? Und jetzt kommt der große Funfact daran. Und zwar, die Karte kam raus, durfte aber nicht gespielt werden, weil der Kalender nur in Deutschland erhältlich war. Also nicht in Europa erhältlich war. Deswegen war die Karte verboten zu spielen. War es das ja wild? Ja. Und das heißt, erst mit Premium Gold wurde die dann legal? Ja. Wow. Okay, alles klar. Ja. Krass. Genau. Krass. Wie gesagt, okay. Eigentlich auch eine viel schwierige Frage, aber dafür bin ich ja auch da. Und die war aber überall drin, ne? Also im Speed Duel Pack war die auch drin, ne? In diesem Tournament Pack. Ja, in allen Sets sind die drin, ja. Okay, krass. Genau. Ich hätte auch noch, das wäre richtig cool. Die war auch im Adventskalender 2018 drin. Also das wären 2 Adventskalender gewesen. Deswegen habe ich sie als Super Rare im Kopf. Da war sie als Super Rare drin, oder? Korrekt, richtig. Ja, okay. Boah, krass. Krass, krass, voll krass. Mhm. Okay, got it. Okay, also Secret Rare, Santa Claus holen. Ja, alles klar, mach ich. Nächste Frage. Aber den gibt es ja dann nur auf Deutsch, ne?
genau, richtig. Ach stimmt, du willst ja Englisch. Ah, ja, ja. English first, ne? Ja, genau, daher der Dreher. Okay, alles klar, aber interessant, weiß ich Bescheid. Und nächste Frage. Welcher Monarch ist nicht Level 6? Der Finsternismonarch, der Feuersturmmonarch, der Unterweltmonarch, Monarch des Donners. Boah. Na, der Goat-Spieler oder Edison-Spieler muss jetzt rauskommen. Saarburg. Ist nicht Level 6. Es gibt einen, der nicht Level 6 ist. Ich habe das Gefühl, dass der Unterweltler-Monarch, aber ich glaube, ich verwechsel den gerade. Ich habe ein falsches Artwork. Ich habe, glaube ich, das von den Megamonarchen im Kopf und das ist falsch. Da hilft auch kein 50-50. Ja, gehen wir mal anders durch. Feuersturm-Monarch. Ja, keine Ahnung, Mann. Sorry, dass ich dir helfe. Keine Ahnung, Mann. Lass mich in Ruhe. Also, ich glaube, bei B und bei D bin ich, bei 6 bin ich mir, glaube ich, sicher. Bei A und bei C bin ich mir nicht sicher. Also ist bei B und D sicher. Bei B warst du jetzt eben gerade aber nicht sicher, mein Lieber. Ja, ich fühl das. Das ist ein Gefühl. Okay. Und D sagst du jetzt auch einfach. Ja, bei Saarburg bin ich mir sogar sicher, dass das ein Sechser ist. Aber warte mal, was? Saarburg ein Sechser. War das ein Eintribut? Verwechsel ich den gerade? Ich muss die Community fragen lassen. Ich glaube, ich verwechsel die ganzen Monarchen gerade in meinem Kopf. Die Frage ist, ob so eine Frage die Community weiß. Safe. Das ist schon tricky. Safe. Safe, sagst du? Ja, oder? Warte. Ja, ich würde den Community Joker nehmen. An der Stelle. Also ich vom Gefühl her, ich habe ein Gefühl, das habe ich eben gerade schon geäußert. Aber ich will euch nicht verwirren. Okay. Ist Saarburg 2 Tribut? Der. Ist das doch der Motherfucker, der 2 Traps schießt, oder nicht? Der 2 in der Backrow schießt. Nein. Oder? Nein? Okay, siehst du? Ja, ich bin komplett raus. Ja, dann Community abstimmen, bitte. Community abstimmen. Okay. Welcher Monarch ist nicht Level 6? A, B, C oder D? A ist der Finsternismonarch, B der Feuersturmmonarch, C der Unterweltmonarch und D der Donnermonarch. Du kennst den Unterweltmonarchen nicht? Ich bin aber enttäuscht von dir. Ja, ich habe den, ich glaube, ich habe nur den Großen im Kopf. Es gibt dann, später gab es noch diesen Stufe 8er und so. Ja, den gibt's auch natürlich. Ja, genau, den habe ich im Kopf, den habe ich auch visuell im Kopf. Aber ich habe den. Und den Monarchen, die habe ich auch noch nicht geholt, deswegen kann ich nicht. Ja. Aber es ist schon zu lange her, ich habe bei Master Duel diese, wie heißt es, dieses Tutorial-Ding gemacht, da spielst du ja auch Monarchen. Stimmt, ja. Aber habe ich nicht im Kopf. Nee, die Community muss das richten, ich krieg das nicht hin. Ich krieg da nicht hin. So. Leute, ihr müsst auch abstimmen auf YouTube, ne? Also. Chat, lass mich nicht hängen! Chat, lass mich nicht hängen! Also, da das Ergebnis eindeutiger ist als andere Male, beende ich jetzt einfach die Umfrage. Wirklich? Okay, krass. Also, A und B haben 7% bekommen. Okay. C hat 20% bekommen. Und D hat 63% bekommen. Ja, dann ist er doch 2 Tribut, Motherfucker. Oder ist er 5? Nee, der ist nicht Stufe 5. Ist der 7? Keine Ahnung, aber ist mir egal. Das wirst du gleich auflösen. Ich folge der eindeutigen, für mich eindeutigen Mehrheit. D, Saarburg, Monarch des Donners. Ist der 7? Der ist 2 Tribut, ne? Der ist 7. Du bist wirklich gar keiner. Aber es gibt doch einen Monarchen, der Backrow schießt, oder nicht, wenn man den beschwört? Ja, der nennt sich Möbius, der Frostmonarch. Ah, und den habe ich auch im Kopf die ganze Zeit. Ja, der ist aber auch Stufe 6. Ach so. Ja, dann Saarburg. Der ist nicht 6. Also, die Megamonarchen mit Name Mega brauchen 2 Tribute. Beziehungsweise genau. Du opferst ein tributiertes Monster, was bereits tributiert wurde, dann nur noch 1.
So. Und alle, die hier sind, sind Stufe 6. Außer Zavok, der ist Level 5. Wirklich? Oh, wow. Was macht denn der nochmal? Das ist ja schon ein Monster. Ah, das ist aber der erste Monarch, der rauskam, ne? Das war doch so. Nee, der erste ist der Erdmonarch, der eine Z-Card schießt. Ah. Ja, okay, aber Zavok war der erste Gute. Lass mal so. Möbius kam sogar vorher raus. Auch noch. Ja, aber ich glaube, Zavok war vor Razor, ja, glaub schon. Nee, Testalos okay. Kam ja auch noch vor Razor, ja. Ja, wäre ich voll raus gewesen. Ja, danke. Vielen, vielen lieben Dank an den Chat. Dankeschön, muchas gracias. Hat mir auf jeden Fall geholfen. Seht ihr, ich stand voll auf dem Schlauch. Ja, ich kenne das halt, weil ich halt Notfallteleporter aktiviert habe für einen Krebom, um mit meinen Zavok und einen Krebons in Black Roost Dragon zu gehen. Okay. Ja, der alte Hase redet hier von noch vor dem, vor noch in Schwarz-Weiß-Zeiten. So, nächste Frage. Nächste Frage. So, jetzt wird es aber mal ein bisschen kniffliger hier. Also die war schon knifflig, aber es wird noch kniffliger, mein Lieber. Mhm. Und zwar, die nächste Frage lautet: Welches Monster hat die Eigenschaft Finsternis? Chimäre, der König der Phantomungeheuer. Zu kleine Chimäre. Baphomet, der mystische König der Phantomungeheuer. Chimäre, das Illusionsungeheuer. Digga. Chimäre, der König der Phantomungeheuer. Hat die Eigenschaft Finsternis. Die sind nicht. Ich dachte, die Chimera-Monster sind nicht Finsternis. Also, nee, wer die letzte YCS verfolgt hat, hat gesehen, dass Protoss auf Dark nicht alles bringt. Ja. Ja. Zu kleine Chimäre. Boah. Digga, keine Ahnung, Alter. Oh. Da kennt sich jemand nicht mit Kamera aus. Das ist Erde. C ist Erde, glaube ich. Mhm. Okay, das ist ja schon mal Anfang jetzt hier. Ja, genau. Was denn mit zu kleiner Chimäre? Ja, das ist die, bei der ich... Was ist die denn? Zu kleine Chimäre. Wo spielt man die denn? Gar nicht, oder? Das ist eine Lüge. Man spielt die zu kleine Chimäre? Ja, man hat sie dieses Jahr sehr oft gespielt. Siehst du, guck mal, Alter. Chimäre, Illusionsangeheuer. Ich glaube, zu kleine Chimäre, aus irgendeinem Grund habe ich Wind im Kopf. Baphomet ist Erde. Chimäre, König der Phantomungeheuer. Der Licht. Ist es Chimäre, das Illusionsangeheuer? Die sehen halt auch alle sich sehr fucking ähnlich, ja, einfach. Also das muss ich sagen. Also außer zu kleine Chimäre, weil du das Artwork nicht im Kopf hast. Aber sonst sehen sie sich alle sehr ähnlich. Ich will über die Joker behalten. Ich bin geizig mit den Jokern. Was denn deine Tendenz? Also wenn zu kleine Chimäre wirklich Wind ist. Die ist nicht Finsternis. Baphomet ist Erde, Chimäre der König von Turmungeheuer. Vermutlich Licht. Illusionsungeheuer ist der Finsternis. Du gehst alles oder nichts. Riskier es an der Stelle. Weil selbst wenn ich jemanden anrufen sollte, wer soll denn Chimäre, Illusionsungeheuer? Lass mich kurz mal im Kopf nochmal versuchen, das Artwork dem Ganzen zuzuordnen. Und ich glaube... Ja, lass mal ein. Ja, wir loggen ein. Wir loggen ein. Chimäre, das Illusionsungeheuer-Ding. Der ist Finsternis. Oh, du machst mir Kopfschmerzen bei dieser Antwort. Zu kleine Chimäre ist nicht Wind. Ah. Sie ist Feuer. Und hat man in Salamon Great gespielt und manche Feuerking-Varianten haben sie auch gespielt. Wirklich? Ja, das ist die, die sich ein Feuer addet, wenn sie zerstört wird. Ah. Baphomet, ja. Mystischer König der Phantomungeheuer, ist nicht Erde. Super, läuft bei mir. Die ist Wind. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, Chimäre des Illusionsungeheuer oder Chimäre König der Phantomungeheuer? Ja, dann ist A Erde oder sowas. A ist nicht Erde. Du hast alles falsch.
Denn Chimäre ist Wind, das heißt Illusionsungeheuer ist Finsternis. Boah! Also alles richtig gemacht. Zwar falsches Ausschlussverfahren, aber ich bin aufs richtige Ergebnis gekommen. Das ist wie früher in der Schule, wo man einfach das richtige Ergebnis in so einer Mathe-Aufgabe hatte, aber den Weg dahin nicht erklären konnte. Und genau so war es gerade auch bei mir. Oh, alles falsch, wirklich alles. Und ja, Illusion, ich meine, man kann ein bisschen denken, so gut wie alle Illusions sind Dark oder Light, also ja. Okay. Also, es gibt mit Ausnahmen, bevor da jetzt hier Leute kommen, es gibt auch welche, die schon andere Attribute haben. Ja, aber in der Regel. Ja, das stimmt. Also, ja. Ausbildungsmagierin ist ja auch Finsternis und so, also, ja. Aber egal. Alter. Die Fragen machen mich richtig fertig, die sind schon tricky. Kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Oh, wo sind denn die einfachen Anime-Fragen? Wie heißt Yugi mit Nachname oder sowas? Das wäre eine 50-Euro-Frage. Gehen wir rein. Nächste Frage. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Keine kurze Minute. Welche Karten können Bushido-Zählmarken gelegt werden? Portal der Sechs, Tempel der Sechs, Shiren Schloss des Nebels, Shirens Dojo. Welche Karten können keine Bushido-Zählmarken gelegt werden? Keine. Also alle können das, außer eine. Fangen wir mit A an. Grade. Kennst du die Karte? Nee, Mann, ich bin raus bei allen Karten, außer Shirens Dojo vielleicht. Aber Shirens Schloss des Nebels. Keine Ahnung, Digga. Wäre jetzt einfach nur geraten. Lass uns mal irgendwen anrufen. Also wirklich, keine Chance. Hä? Alles gut. So, Leute. Ich überlege gerade, ob Jens Dojo eventuell. Nee, die war. Scheiße, ich hätte mir einfach den Effekt mal durchlesen sollen. Weil die Karte war ja vor kurzem. Wurde gut gekauft, auf jeden Fall, auf Card Market. Und ich habe mir einfach den Effekt nicht durchgelesen. Aber wenn du gar keine Ahnung hast, dann ist die Frage natürlich schwer. So, Leute. Gehen, wenn ihr die Antwort habt, dann einfach reingehen. Und dann gehen wir gleich beide dort rein und dann ziehen wir uns zu. Einfach in irgendein Voice Chat. Auch die Mods dürfen mitmachen. Alle dürfen mitmachen. Vor allem weiß ich, dass ein paar Mods da sind. Also ihr könnt hier Dennis aus Apache helfen. Los, hopp, hopp, genau, wir machen den Anruf-Joker. Hopp, hoppst in den Discord und bitte helft mir. Oh, da haben wir jemanden. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir eben beide rein, dann bist du aus dem Call raus, aber dann rufe ich dich gleich wieder an. Ja. Und rein da. Hallihallo. Hallo? Hallo, hörst du uns? Ja, ist ja. Shadow? Ich hatte das falsche Mikrofon eingesteckt. Gar kein Problem. So! Ich hatte das falsche Mikrofon. Alles gut, so! Du musst mir helfen, ich habe keine Ahnung. Nie Six Samurai gespielt, nur gesehen, was das kann. Ich höre euch doppelt, das ist sehr, sehr toll. Also, Shin Schloss des Nebels, ja. Auf alle anderen können Bushido-Marken gelegt werden. Aber was ist die? Ist das eine Spielfeldzauberkarte? Das ist eine Spielfeldzauberkarte. Okay. Macht er quasi, wenn ein Sechs-Samurai-Monster angreift, verliert das andere also das angegriffene Monster 500 Punkte. Das glaube ich. Also, ich bin mir sicher, darauf können keine 10 Marken gelegt werden. Alles klar. Oh, danke dir, Alter. Danke dir. Danke. Das war doch Minium. So, Dennis, dann haben wir Privatcall. So, und dann brauche ich nochmal deine Cam natürlich. Jawohl. So. Oh, jetzt sehen die Fragen doppelt. Das ist natürlich jetzt hier so. Alter, Technik manchmal. So, jetzt bist du auch wieder im Bild. Ja! So, der gute Shadow hat mir tatsächlich, also die Antwort war eindeutig. Er war sich sehr, sehr sicher und hat auf den Punkt geantwortet. Und, ja, wir nehmen C, Shiens Schloss des Nebels. Es ist wohl die Fieldspell, wo keine Bushido-Marken draufgelegt werden können. Krass, dass du gar keine der Karten kennst.
Also. Nee, ja, mal gesehen, aber die Effekte kenne ich nicht. Shins Dojo ist die Karte, die 10 Marken bekommt, die du dann auf den Friedhof legen kannst und ein Monster aus dem Deck spezial beschwören kannst. So viele 10 Marken wie das der Stufe. Portal der 6 ist die bastende Karte, die Loops und FDKs ermöglicht. Die auch schon ein paar Mal verboten wurde. Tempel der 6. Boah, da bin ich jetzt voll schwach gerade. Aber Schienenschloss des Nebels ist auf jeden Fall die Field Spell und die hat keine 10 Marken. Shadow! Wir teilen uns die Kohle! Wir teilen uns die Kohle! Da kommt erstmal eine Rechnung, ey. Und der Tempel ist auch eine Field Spell und er legt immer eins drauf, wenn der Monster normal spezial schon wird und boostet alle Monster grundsätzlich um 100. Und Schienenschloss des Nebels ist die Early Field Spell und da Sex Samurai ja 100 Mal Support bekommen hat, haben die auch eine neue Field Spell bekommen, natürlich. Okay, verstehe. Boah, krass. Ja, definitiv. Dankeschön, Dankeschön. Hast du super gewusst. So, wir gehen über zu verbotenen Karten, mein Lieber. Nächste Frage. Und zwar, welche Karte war noch nie auf der Verbotsliste bzw. limitierte bzw. halblimitiert? Magischer Zylinder, Drytron Nova, Gefahr Nessie, Mauer des enthüllenden Lichts. Drytron Nova. Oh, was? Was? Wo kommt das denn jetzt her? Außer Pistole geschossen. Also die Zeit, das ist ja quasi nach dem TOS-Format irgendwann die Zeit, also während der Corona-Zeit gewesen, wo Drytron quasi den Hype hat, die Karte, die wurde nie limitiert. Also oder semi-limitiert. Also Drytron, nee. Alles andere drumherum, nee. Nee, Nova, nee. Nova, nee, nee. Nee, warte. Warte? Ja, nee. B, Nova. B, Nova. B. Ja, gut, okay. Also. Magischer Zylinder war 3 Jahre lang halblimitiert. Ich glaube, das war früher so ein Trend, weil OCG und TCG-Liste ja auch zusammen waren. Und deswegen war das immer so, weil OCG halblimitiert ja gerne. Mauer des Ölenden Lichts, gleiche Ding. Gefahr Nessie war 4 Monate lang auf 2. Drytron Nova wurde nie gehittet. Alles drumherum, aber nie Drytron Nova selber. Obwohl man das vermuten kann, weil in vielen Decks wird ja die Consistency-Karte gehittet, so Sprite, Starter und so, dann ist ja... Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Aber ich glaube, dafür war dann Drytron, sagen wir, verhältnismäßig schnell wieder... Ah, wobei, nee, kann man so nicht argumentieren. Aber ja, Nova, da bin ich mir... Das ist quasi die Zeit, wo ich auch sehr, sehr tief drin war in Meta und allem drum und dran. Ey, also ich gönn dir das, ne? Also ich bin ja hier nicht gegen dich. So. Ja, wieder die 16.000 erreicht. Die musst du erstmal richtig beantworten, mein Lieber. Ich finde, Angriffspunkte ist was Schönes, oder? Boah, ja, okay, besser als Verteidigungspunkte. Nächste Frage. Welche der folgenden Karten hat die höchsten ATK? Mathemech Sigma, Mullreizende Volvalos, IP Masquerainer, legendärer Feuerkönig Ponix. Oh, wow. Mascarina hat 800. Ponix hat auch irgendwas im Low-Stat-Bereich. Volvalos kann ich mir nicht leisten. Weiß ich nicht, was die an Angriff hat. Sigma. Nee, Ponix ist winzig. Also Ponix ist winzig. Keine Ahnung, 1000 oder sowas. Nicht mal. Ich glaube, der hat keine 1000. Ist ja auch nur ein Starter. Sigma. Ja, ja, genau. Sigma oder Kovalos. Haben die Mulchamis so einen hohen... Nee. Ja, wenn man nie drauf guckt, weil man die einfach so... Genau deswegen ist die Frage hier drin. Höchste ATK. Haben die Mulchamis so eine hohe ATK? Also die bei den Ash Blossom Handtraps, nein, so. Ne? Also bei den Geistermädchen, die haben ja alle 0. Ja. Aber hohe Defense, finde ich. Genau, richtig, das stimmt. Also es gibt bestimmt das ein oder andere Deck, was nicht über so eine Ash Blossom in Verteidigungsposition drüber kommt. Oder ein Ghost sogar, der sogar vom Feld geht. Stimmt, ja. Das ist eine Handtrap, die kann nicht so viel ATK haben. Also die hat irgendwas, die ist nicht bei 0, die hat irgendwas, aber low. Und ich glaube, ATK und Def ist, glaube ich, gleich sogar bei den Mulchamis. Dann ist es Sigma. Hat der nicht sogar 1,8 oder sowas, wenn ich das richtige Artwork im Kopf habe? Das sag ich jetzt nicht, sonst helfe ich dir. ich
Also C, D, nein, B, sag ich auch. Ich sag Sigma. Komm, wir zocken und gehen mit A rein. Punkte und 600 Verteidigungspunkte. Mathemech Sigma ist der mit dem Schwert auf dem Artwork und ist der, der sich vom Friedhof spezial beschwören kann, wenn wir kein Monster in der Extra-Mutation sind. Ist ein Extender also. Und wie fast alle Mathemechs haben die aber um die 1000 Angriffspunkte oder ähnliches. Du hast es gesagt, Masquerade hat 800, Phoenix hat nur 500 und Sigma hat 1000. Yeah. Ja, natürlich. Was haben die für Ballos? Was hat die nochmal? 100 und 600 Verteidigung. Haben sie auch alle. Also alle haben 100 Angriff und 600 Verteidigung. Wer sich das ausgedacht hat von den Werten, keine Ahnung, aber. Das ist schon wild, ja. Ja. Aber, okay. Ja, Mensch! Hast du die Frage geschafft? Dann kommen wir sogar zur nächsten Frage. Und da habe ich das nicht lumpen lassen und habe wieder eine Unterweltkarte eingebaut. Ist die Frage, ob das die richtige Antwort ist? Man weiß es natürlich nicht. Wir kommen zur nächsten Frage. Jetzt kommen wir zur Frage. Und zwar, welche der folgenden Karte gibt es nicht in Ultra Rare? Kein dunkler Hirscher mehr, Lady Ryburns von Silberburg, Marinzes Seepferdchen, maskierter Held des dunklen Gesetzes. Gibt es nicht in Ultra Rare. Gibt es nicht in Ultra Rare. Kein dunkler. Dark Ruler No More gibt es in Ultra Rare. Marienzessen Seepferdchen. Warte mal ganz kurz. Seepferdchen. Warte. Welche war nochmal Seepferdchen? Das war die. Oh Mann, zu lange nicht mehr gespielt. Warte, Seepferdchen war. War das die Stufe 3? Seahorse. Nee, Seahorse ist das Link-Monster. Link 1. Nee, Seahorse ist die Stufe 3 und die gibt's in Ultra Rare. Maskierter Held, dunkles Gesetz. Gibt's in Ultra Rare safe? Boah, dass ich jetzt bei Marinzes struggle. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Toll. Viele Leute spielt Marinzes. Also, Marines Seepferdchen ist wieder Seahorse. Da hast du schon recht. Also, den Translator ist jetzt ja keine Hilfe. Genau, ich überlege gerade nur, ob Seahorse. Welche das nochmal war? Ja, das. Nee, doch. Das ist die Stufe 3. Also, entweder die One-Card-Kombo oder die sich. Du nimmst aus dem Friedhof zurück, specialst in eine Zone, wo ein Link-Monster reinzeigt. Das heißt, Lady Liberant von der Silberburg hat keinen. Hat die nur Secret Rares? War das eine Secret und dann eine Prismatic Secret als Reprint? Ja, ne? Die gibt's nicht in Ultra. Warte mal, Silberburg, das ist die gute, ne? Es gibt ja noch die andere, die weiße. Das ist nicht die, ne? Silberburg ist die gute, die bessere. Mit 2,9 ATK und 2,8 Dev oder so. Also beide Ladies spielt man, ne? Also. Ja, aber die eine auf 3 im Optimalfall, wenn man möchte, und die andere nur auf 1. Also eigentlich eine Karte, die du nicht ziehen möchtest. Ja, dann ist es B. Dann wirklich, gab es nur Secret und Prismatic Secret. Aber warte mal. Doch, das war Support, der rauskam. Das heißt, kam nicht in dem Nebenset raus. Dementsprechend kann sie keine Ultra Rare drin haben. Also könnte. Aber dann war das eine Secret. Ja, dann ist es B. Lady Labyrinth von der Silberburg. Okay. Ja, bin ich mir sicher. Also Maskierter Held, safe. Marinzes und Seepferdchen, safe. Hat leider keinen Secret Print, sondern nur Ultra und Starlight. Und ich glaube, irgendeinen Reprint in Common oder Rare oder sowas. Kein dunkler Herrscher mehr, war in irgendeiner Rarity Collection drin, war alle drin. Dann ist es Lady Labyrinth von der Silberburg. Okay. Loggen wir das Ganze doch ein. Ja, die Rarities Collection machen uns natürlich einfach. Kein dunkler Deswegen gibt es natürlich Ultra, ja. Maskierte Heldung des Gesetzes war in der Rarity Collection 1 drin. Seepferdchen gibt es als Starlight, da hast du auf jeden Fall recht. Und bei der Lady, sie kam als Secret Rare Print raus und wurde dann als Starlight auch noch und dann als Quarter Reprint. Uff.
Oh, ja, also die Lady hat sich jetzt aber angetan hier. Ja, genau. Also wenn es die andere gewesen wäre, die kam ja in einem Deckbuilding-Set raus, da wäre es eine Ultra-Rare gewesen. Aber jetzt bei der ist es, das ist die bessere in Anführungszeichen. Das ist richtig. Genau richtig argumentiert und genau richtig. Ich würde sagen, das ist doch schon mal mega. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus aktuell. Oh, jetzt läuft's. Jetzt bin ich bereit. Ich hol die Million, sagt der. Ich hol die Million. Okay, bist du sicher? Nee. Aber ich bin motiviert. Jetzt habe ich Blut geleckt. Kennst du dich gut aus mit Fallenkarten? Oh ja, grundsätzlich ja. Ja. Auch mit permanenten? Ah, nee, ich bin eher so ein Fan von normalen Fallenkarten. Aber vielleicht kriege ich auch permanente hin. Wie viele permanente Fallenkarten sind aktuell gebannt? Boah, 6, Digga. 5, 4 oder 3? Permanente Fallenkarten. Die einzige, die mir einfällt, ist, warte, war das Anti-Spell? Anti-Spell. Summon Limit. Summon Limit wurde gebannt. Anti-Spell ist immer noch auf 1. Summon Limit wurde gebannt. Ansonsten, der, keine Ahnung. Also das ist jetzt wirklich nur Gerate. Du hast einen 50-50 Joker, ne? Ja, genau. Ich glaube, wir nehmen erstmal den 50-50, um das mal zu reduzieren und dann gucken wir mal. Okay, 50-50? Ja, sehr gerne den 50-50 Joker. Bumm! Was gibt's denn noch für permanente Fallenkarten, die... Also, ich finde es übrigens sehr ironisch. Also, es ist eine andere Situation, aber du hast dich zu 100% in irgendwelchen Banlist-Reaction über Sachen gefreut oder aufgeregt. Zumindest bei einer Karte bin ich mir sicher. Warte. Also, Summon Limit, ja. Du machst doch schon seit 2022 YouTube, oder? Ja, seit 2020 sogar. Ja, guck mal an. Also dann... Welche permanente Fallenkarte hat richtig genervt? Du hast ja schon gesagt, Summon Limit, ne? Genau, Summon Limit, die ist safe gebannt. Mhm, genau. Ja, aber selbst wenn ich jetzt noch auf eine zweite oder dritte komme, heißt das nicht, dass es nicht 3 oder 5 ist. Du kannst froh sein, dass du nicht 3 oder 4 oder so oder 5 und 6 übrig geblieben bist. Warte, ich versuche mich mal. Was gab's denn noch für permanente Fallenkarten? Muss ja irgendein scheiß Floodgate-Effekt sein. Das ist richtig. Kannst ja mal an Edison oder so denken oder so. Ja, keine Ahnung. Also mir fällt mit ganz viel Anstrengung vielleicht noch mal eine zweite ein, aber bekomme ich immer noch, er muss sich raten. Also 5 oder 3. 3 klingt ein bisschen wenig. Für permanente Fallenkarten, dafür, dass es viele Floodgates und so gab. wahrscheinlich gibt es auch noch irgendeine andere brokene, verrückte Scheißkarte. Und die Band ist ja doch sehr opulent. Mhm. Ich versuch mir gerade meine Antwort schön zu reden. Also willst du 5 sagen? Ich sag 5, ja. Du sagst 5? Hab aber überhaupt keine Ahnung. Also ist einfach nur, ich versuche logisches Denken anzuwenden und zu sagen, bei so einer opulenten Banlist, vielen Floodgates, die es gab, wäre 3 irgendwie zu wenig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es 5 sind. Ah, hier! Warte mal! Ja, aber das ist dann die zweite, die kommt. Und zwar hier, die sagt, du darfst keine Spells mehr aktivieren für 700 Lebenspunkte. Ample Order, ja. Ja, genau. Ja, dann sind wir bei 2. Aber da bin ich noch weit weg von 3 oder 5. Ja, aber dann sind es safe 5. Mach mal 5. Okay. Ja. Es gibt Summon Limit, Imperial Order. Ja. Letztes Angebot. Ja, ja. Und Emptiness und Royal Oppression. Das ist Royal Oppression, echt. Und ja, stimmt, das ist eine Continuous. Ja, tatsächlich. Und ich wundere mich jedes Mal, dass es eine Continuous ist. Ja, Mann. Boah, Alter. Okay, heftig. Heftig, ja, 3 wäre auch zu wenig gewesen. Aber nur, also wobei nur. Also ist ja schon genug. Ja, weil ich sag. Aber vielleicht. Naja. Ich weiß krass. Gar nicht. Letztes Angebot hat das sogar schon. Na gut, kannst immer noch unendlich loopen, ne?
Ja. Ja, krass. Die schon, blöd. Ja! Ich merke, es macht dich fertig. Wir sind noch nicht schon mal bei der Million, mein Lieber. Aber ich bin auf einem guten Weg dahin. Mal gucken. Bin gespannt. Ich meine, die Drytron Nova-Frage kam auch wie aus der Pistole geschossen. Vielleicht kommt jetzt auch nochmal so eine Frage. Das stimmt natürlich. Ich würde sagen, wie gut kennst du dich denn mit Monstern aus? Ja, grundsätzlich schon gut, würde ich sagen. Wie gut kennst du dich denn mit normalen Monstern aus? Oh, sehr schön. Jetzt wird's interessant. Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen. Welche Karte gehört zu folgendem Text? Diese keulenschwingende Krieger kämpft bis zuletzt und gibt niemals auf. Er gibt sich niemals. Schon mal ist das Gleiche. A. Der Vollstrecker. B. Schwertkämpfer. C. Dunkelklinge. Oder D. M-Krieger 1. Also Vollstrecker. Boah. Dieser keulenschwingende Krieger kämpft bis zuletzt und ergibt sich niemals. Schwertkämpfer. Also Bauch, mein erster Impuls war Vollstrecker, aber ich überlege gerade, nee, ich verwechsel ihn gerade mit Force-Krieger vom Artwork. Naja, also Force hätte ja ein Schwert in der Hand. Ja, genau, richtig. Ja, aber du verwechselst ihn ja. Dann kannst du sogar eher stimmen. So, ja. Kennst du denn irgendeine Karte aktiv davon? Vollstrecker ist doch... Vollstrecker? Ich glaube, nee, in meinem Kopf rattern gerade alle Artworks, die mir so einfallen, durch. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Vollstrecker da dabei ist. Oder ich verwechsel ihn gerade mit dem... Ist das nicht dieser Judgment-Typ? Ist das nicht dieser, der da vom Artwork... Der Richter! Naja, ich glaube, ich habe den... Ich gehe einfach mit dem... Da ist nicht weiß und einfach mit meinem ersten Bauchgefühl hat Vollstrecker gesagt, obwohl ich Force-Krieger dachte und mir dann dachte, eigentlich ist es nicht der Force-Krieger, weil der hat eine Klinge und keine Keule. Aber die anderen heißen Klinge... Schwertkämpfer, M1 Krieger hat, glaube ich, auch so ein kleines Dolchmesser in der Hand. Ich sage einfach Vollstrecker. Das ist das Einzige, wo ich keine Schwertassoziation habe und dadurch, die sagen, Keulen schwingender Krieger, also muss das der Vollstrecker sein. Schwertkämpfer hat ein Schwert in der Hand. Dunkelklinge kämpft mit einer Klinge. Aha. M-Krieger oder Vollstrecker? Das ist jetzt. M-Krieger hat einen Katana, oder? Das ist doch der mit dem Katana. M-Krieger hat kein Katana. Auf den Artwork von Vollstrecker ist gar keine Waffe zu sehen. Oh. Und M-Krieger hat eine Lanze. Oh, das muss ich jetzt nochmal googeln. Den muss ich mir jetzt nochmal angucken. Vollstrecker Yu-Gi-Oh! Ja, ist das der, von dem ich... Ja, ja genau! Der Typ mit diesem Kreuz, der... Ja. Also für mich sieht er aus wie... Wie heißt denn der auf Deutsch? Heißt der nicht Judge irgendwas auf Englisch? Warte mal, der hat doch Judgeman heißt er, ja. Ja, genau. Oh! Also dein Bauchgefühl bringt dich gut weit hier, mein Lieber. Wirklich, ey. Jede zweite Frage ist Bauchgefühl. Wirklich, das ist so krass. Ja, weil irgendwas so ganz leicht hinten im Nebel... Ist die Karte, die Kalber ruft immer, der Richter. Ja, genau, deswegen hatte ich den auch im Kopf. Ja, krass. Ja. Krass. Krass. Ist der aber eigentlich Krieger? Ja, der ist Krieger. Ja, der ist Krieger. Ja, wild. So, mein Lieber, die nächste Frage. Die wird nicht leicht. Die wird nicht leicht. Ich meine, ab jetzt rate ich ja eh nicht mehr. Oder ich habe keine Joker mehr, sagen wir es mal so. No risk, no fun. So, die nächste Frage. Wie gut kennst du dich mit Wasser aus? Wasser, also Marine Says bin ich zu Hause. Habe ich irgendwas anderes an Wasser gespielt? Nee, eigentlich nicht. Bisschen Paleo, aber nicht so richtig. Aber man kennt sich ja schon mit viel Spells aus, oder? Ja. Umi und so.
Wie viele Spielfeldzauberkarten heißen oder werden als Omi behandelt? 6, 5, 4 oder 3? So viele gibt's doch nicht. Also es gibt Omi. Und dann gibt es maximal 2 fürs legendärer Fischermann-Deckthema. Da hat doch nicht, warum sollte der so viele Field Spells haben? Also allgemein, was sollen ditte? Oh, nee, warte mal, es gab Omi. Dann gab es noch eine irgendwann, wo der ATK-Push nicht mehr 200 oder 300 war, sondern 500 oder 700. Die wurde auch als Omi behandelt, die hieß aber anders. Das hat quasi, jede Field Spell hat quasi so einen Power Creep bekommen. Die sahen anders aus, hießen anders, wurden aber als solche behandelt, glaube ich. Zumindest bei Omi der Fall. Das heißt, wir haben schon mal 2 und dann gibt es wahrscheinlich noch mal eine dritte. Aber warum sollte es mehr, warum 6? Welcher Archetype oder welches? Hat doch 6 Field Spells, macht doch, wird als Omi behandelt. Ich versuche mich gerade an Legendary Duels from the Deep zurückzuerinnern. Was denn da so drin? Ja, legendärer Fischermann-Support. Und dort natürlich auch die Field Spell. Was ist auf der Field Spell zu sehen? Und hat der mehr als eine Field Spell? Macht gar keinen Sinn, auch für die Deckstrategie. Das ist ja nicht so, dass da irgendwie Field Spells groß hin und her getauscht werden. Wobei, bei Six Samurai habe ich mich auch gerade gewundert, dass die mehr als eine Field Spell haben. Aber du hast sehr gut erklärt. Wurde dann, ne, war dann der Power Creep. Haben die mehr als 3? Aber warum? Wobei, bei 10.000 Karten muss es das doch geben. 3 ist dann wiederum zu... Also 3 fallen mir ja schon ein. Ist ja schon logisches. Das heißt, eventuell sind es gar nicht 3, sondern mehr, die ich einfach außer Acht lasse. Ja. Ja, sagt einfach ja. Ja, also klingt doch logisch, gut, dass es dann mehr sind. Also, ja, du sagst... Hat man viele Field Spells? Naja, also erstmal Omi ist ja Omi selber. Dann gibt's ja den Archetype indirekt, beziehungsweise mit den legendären Fischer. Ja, genau. Und dann kam halt Archetypes raus, vielleicht auch nicht, wie viele, die halt mit Wasser oder Omi gearbeitet haben. Ah. Wirklich, auf so vielen Field Spells steht das? Es steht sogar auf einem Monster drauf. Aber das ist diese Karte wird als Omi behandelt? Ja. Okay. Naja, gibt es. Dafür gibt es das schon so lange. Dafür gibt es das schon zu lange. 3 ist dann tatsächlich zu wenig. Dafür gibt es das schon zu lange. Ja, aber ich muss raten. Also 6 klingt zu viel. 3 ist dann dementsprechend zu wenig, weil mir schon 3 einfallen. 4 oder 5. 3 fallen mir schon ein und dann gibt es bestimmt irgendwie 2 zusätzliche. Bei so viel Wasserkram, der rauskam, war halt nie... Ich frage mich gerade, welche Karte denn noch als Omi behandelt wird. Ich schätze und rate. Ich rate B. Ich habe keine Ahnung, ich rate B. Weil, also 3 fallen mir ein. Safe. Das heißt, okay, dann gibt es vielleicht noch eine 4. Ja. Und dann noch aber eine, die du nicht kennst. Und dann noch eine, die ich definitiv nicht kenne. 6 klingt ein bisschen viel. 5 ist vielleicht falsch. Ich nehme B, 5. Ja, das klingt... Geil, in meinem Kopf müsstet ihr drinstecken. Das macht gar keinen Sinn, was hier passiert. Wie die Synapsen schalten, das ist völlig verwirrend. Omi zählt als Omi. Die erweiterte Form zählt nicht als Omi. Nein! Legendärer Ozean zählt als Omi. Phantasmaspiral hat eine Field Spell, die ebenfalls Omi heißt. Ja, 3. Dann gibt es die vergessene Stadt. Und gibt es noch eine? Es gibt noch die Tiefseestadt. 5. Wirklich? Alter, und das, obwohl ich schon, siehst du wieder falsche Schlussfolgerung? Weil ich dachte, dass die nächste, die nach Omi rauskam, die wird nicht als Omi behandelt? Nein. Boah, krass. Frechheit. Aber Errata, Konami, Errata! Ich weiß gar nicht, wo kam die raus? Spellruler, wo kam Omi raus? Legend of the Blue Eyes White Dragon, ja. Genau. Ja. Ach, krass. Ja. Wobei, vielleicht passiert das ja nochmal irgendwann.
Weil das haben sie ja hier mit dem herbeigerufenen Totenkopf haben sie ja auch dann irgendwann hingeschrieben, gilt immer als Erzunterwälder. Das ist sehr ironisch, weil ich wollte herbeigerufener Totenkopf auch reinnehmen und einen Kartentext, aber dann ist mir aufgefallen, dass da jetzt ja drin steht wirklich, diese Karte wird jederzeit als, das ist ja ganz wild, was ist das denn? Ja, ja, das ist neu. Ja. Das ist wild, das wusste ich auch nicht. Das ist wie bei der Axt der Verzweiflung steht das übrigens auch, das ist eine Erzunterwäldlerkarte. Echt? Krass, wusste ich auch nicht. Das ist übrigens so ein Ding. Ich wollte Fragen reinnehmen, die sagen, welche Karte hat kein Erratum bekommen. Wow. Und es gibt ja so Karten, wie du schon sagtest, halt, die von Namen geändert wurden und so. Ja. Und ich habe dann erstmal eine ausgesucht, so simple, die man kennt, so bliblablub, so, ne, irgendeine Banlist-Karte, die irgendwann zurückgekommen ist, okay, easy. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, komm, ich nehme das. Das ist Retro, das ist cool, ich google das und, oh, Erratum bekommen. Nächste Karte und Erratum bekommen. Und es ist unglaublich, wie viele Karten, auch wegen dem Wording, weil ja früher ein anderes Wording war als heute, ne, also. Ja, genau, richtig, Karten, ja. Also neue Karten sind einfacher zu finden als alte Karten. Ja, okay. So, mein Lieber, du hast es tatsächlich bis zur Million geschafft. Tja, ey, unfassbar. Mit ganz viel Bauchgefühl und natürlich auch Hilfe aus der Community und ja, krass. Und jetzt kommt, ich habe mich natürlich bei der nächsten Frage was ganz Tolles ausgesucht. Du kennst dich doch so sehr mit Unterwelt aus. Klar, Experte. Dann kannst du mir doch auch sagen, wovon gibt es mehr Unterwäldlermonster? Synchro, Exit, Pendel oder Link? Ja. Pass auf. Denn, also, das kriege ich hin. Okay. Pass auf, denn ich habe, also, es gibt in Neuron, gibt es eine Option, wo man sagt Unterwäldler und dann kannst du sagen Exit, Synchro, Pendel. Mhm. Und ich habe quasi von geringster Anzahl zu meister Anzahl. Oh. So kaufe ich mir gerade sozusagen alle Unterwelten. Oh mein Gott, ich habe jetzt echt eine gute Frage genommen. Ja, okay. Aber ich überlege gerade. Also, Synchro gibt es nicht so viele. Mhm. Es gibt bei Synchro gibt es eine Karte, die ich nie im Leben wahrscheinlich erhalten werde, und zwar den Blood Mephist. Ne? Ist eine Championship-Karte gewesen. Keine Chance, keine Ahnung, der kostet, weiß ich nicht, 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Link gibt es schon einiges, aber nicht Xyz ist noch weniger. Warte mal, Xyz, was haben wir alles im Xyz-Bereich? Xyz ist doch gar nicht so viel. Ja, nee. Ja, da gibt es diese Djinns. Es ist Pendel mehr durch DDD. Ja, ich überlege gerade, ob es mehr Pendel-Unterwäldler gibt. Doch, safe Pendel. Es gibt DDD als Archetype, es gibt die Schauspieler, hier die Unterwäldler-Schauspieler, die gibt es als Archetype. Es gibt noch random so ein paar Kackkarten wie Halo, eines meiner Lieblings-Artworks, finde ich super. also alleine durch die Deckthemen, was gibt es denn noch als Pendulum-Unterwäldler-Deckthema? Genau, Abyss Actor, so heißen die. Abyss Actor, DDD, paar Random-Karten. Gibt es jetzt noch irgendein Deckthema, was vor kurzem rauskam, was Unterwäldler drin hat? Dings hat Unterwäldler drin. Das kam in einem Deckbuilding-Set raus, wo du so Engelchen und Teufelchen hast. War Unterwäldler Licht und Fee Finsternis. Wie heißt das Deckthema nochmal? Da gab es eine Pendelkarte. Aber bei Link sind da viele Unterwäldler dabei. Einige. Aber ich glaube auch nicht, dadurch, dass Link auch eine relativ neue Beschwörungsmechanik ist. Ja, Xyz ist nicht so viel und Synchro ist nicht so viel. Also alleine, weil es diese beiden Deckthemen gibt. Und ich meine, Xyz Pendel würde ja dann auch als Pendel zählen, oder? Also hier der ja, DDD. Sicherlich. Ja, sicherlich. Ja. Zählt das beides. Das sind in Xyz und in Pendel drin. Das ist eine Mischung aus Wissen und Bauchgefühl. Mhm. Und allein durch die Deckthemen muss es mehr Pendel-Unterwäldler geben. Ich versuche gerade noch ein drittes Pendel-Unterwäldler-Deckthema rauszubekommen, damit ich mir 100% sicher bin. Hier Arcfiend Excentris oder wie die heißt, die in den Backrow poppt aus der Pendulum-Scale. Die gibt es noch. Stimmt, Excentris, ja. Genau, richtig. Also es gibt und Link.
Also ich überlege gerade. Klar, es gibt diese neue Shadow Moon, es gibt die alte Goddess of the Unterwelt, es gibt Mugcracker. Was gibt es denn noch als Link? Die Tourguide und diese andere, nicht die Tourguide, also die ihr wisst welche, diese eine. Nicht die Tourguide, die wie die Tourguide aussieht, nur eine Link 2, die vor Zerstörung protected, indem du so ein Token drauflegst. So Mudcracker meinst du? Nee, es gibt noch. Nee, war das Mudcracker? Nee, nicht Mudcracker, es gibt noch eine andere. Mudcracker von The Underworld. Schmierfink aus der Unterwelt. Achso, du meinst Beatcorp. Beatcorp, ja genau, richtig, Beatcorp meine ich. Beatcorp meine ich. Xyz fällt mir gerade ein bisschen schwer. Es gibt da diese Djinns. Also nicht die Djinn, die Ritual-Djinns, sondern es gibt, glaube ich, so Rank 2 Djinn-Monster, aber das sind 7 Stück oder so. Das sind nicht so viele. Xyz ist nicht so viel. Also allein aufgrund der Deckthema, und es gibt bestimmt noch ein drittes Deckthema, welches Pendulum inne hat, welches wahrscheinlich super schlecht war und ich deswegen nicht mehr im Kopf habe. Und die Abyss Actor haben auch Support bekommen, aber da waren auch Link-Monster dabei. Oh, verdammt. Egal, ich gehe mit einer Mischung aus Wissen und Bauchgefühl. Ich weiß, dass Synchro Xyz wenig ist. Ritual ist auch wenig. Also diese ganzen Extra-Deck-Monster-Unterwäldler sind eher rar. Mhm. Also von der Anzahl her. Ich gehe mit Pendel. Ich gehe... Oh, eine Million! Pass auf, ich gehe mit Pendel! So, wir gehen rein mit Pendel. Einfach logisches Denken. Deckthemen spezifisch. DDD hat doch 7 Millionen Karten. Das muss richtig sein. DDD hat 7 Millionen Karten. Ja, das ist... Wir gehen rein. Okay. Ja. Mein Lieber, du machst mich fertig. Also, Fusionsmonster sind hier nicht aufgeführt. Aber die, da sind auch nicht so viele, oder? Nee. Fusionsmonster hat von allen am meisten. Hat doch am meisten. Hat Fusion. 64 Stück. Okay. Am wenigsten von den Auswahlmöglichkeiten ist Synchro. Mit 28 Stück. Stimmt, die Evil Heroes sind doch auch Unterwelt. Da sind doch alle Fusionen, ne? Ja, die sind aber nicht alle Unterwälder, glaube ich, oder? Sind okay. Die? Weiß ich jetzt nicht. Aber ist egal. Ja, Synchro, ja, okay. Link hat 37 Monster. Ist halt neu, ja, recht neu. Und ja, genau. Ja, jetzt durch die Fiendsmiths ein paar mehr dazugekommen, aber die geben ja auch neue Fusionsmonster, nicht nur Link-Monster, also ja. Stimmt, aber das ist auch Fusionsmonster, ja, krass. Händel und Exit, mein Lieber. Xyz gibt es nicht so viele. Also die Xyz-Ära ist zwar schon lange, aber Synchro ist ja länger und es gibt weniger. Xyz kann es nicht so viele geben. Also, ey, warte mal, ist Baguska ein Unterwäldler? Ja, Baguska ist ein Unterwäldler. Nee, es gibt nicht so viele. Die Djinns, keine Ahnung, was gibt's da? 15, 20 maximal? Ist ja schon der ganze Pendel, hier, die DDD-Maindeck-Monster sind ja schon mehr als 20. Exit hat insgesamt 44. Boah. Also mehr als Link, mehr als Synchro. Pendulum. Haben die jetzt mehr oder weniger als Exit? Pendulum. Also mir sind gerade nur zwei Deckthemen eingefallen, aber das ist bestimmt noch mehr. DDD als Deckthema. Ja. Hat 30 Pendelkarten. Boah. Jetzt müssten es nur noch 14 andere geben und es wäre Gleichstand. Ja. Exit hat 44 und Pendel hat 57! Das heißt, wir haben einen Gewinner! Herzlichen Glückwunsch! Du hast die 1 Million Fragen beantwortet! Oh, Alter! Oh. Boah, hat mich das fertig gemacht gerade! Alter, aber es war ein guter Weg. Ja, ja, ein guter zum Glück gebe ich so viel Geld für Karten aus. Oh, ja, also es hat mir, ich jetzt glaube wahrscheinlich nie drauf gekommen, wenn ich nicht so über Neuron krass, in die Anzahl der Karten gegangen wäre, weil ich quasi bei dem Niedrigsten angefangen habe und dann mich hoch
arbeite quasi. Ich habe auch so es gibt Unterweltler Gimini und so. Also ja, stimmt, ja, hast recht, ja.